Auf dem Kanal Nadi F12 in Nadis Bücherwelt. Heute gibt es meinen Monatsrückblick für den Monat Januar 2015. Ja, und der Monat ist nicht ganz so gut bei mir gelaufen. Ich habe 6 Bücher gelesen und noch den Anfang eines anderen Buches. Und es waren halt auch ein paar Bücher dabei, die mir nicht so gut gefallen haben und die mich ja fast schon so ein bisschen in eine Leseflaute gebracht haben, wo ich mich einfach sehr schwer getan habe, mich dran zu setzen und weiterzulesen. Aber ich habe ja Gott sei Dank auf meinem Sub Bücher von Schriftstellern stehen, wo ich genau weiß, dass die mich aus dieser Leseflaute rausholen und somit bin ich da Gott sei Dank nicht tiefer hineingesunken. Ja, es waren insgesamt 6 Bücher, die ich gelesen habe, 1435 Seiten und das ist für den Januar, wo ich die erste Woche noch frei hatte, eigentlich wirklich kein so guter Monat. Aber ich möchte anfangen. Am Anfang Januar habe ich begonnen mit Cage Queen, die Erbschaft von Simone Lari. Ich habe es auf meinem Kindle gelesen. Ich denke, ihr könnt es so sehen. Ein ganz tolles Cover. Also man sieht hier diesen Cage Queen und an der Seite seine schwarze Katze. Dieser Roman ist am 29. Juli 2014 bei Amazon erschienen, hat 266 Seiten. Und von mir hat dieser Roman 4 von 5 Sterne bekommen. Ich fand ihn unheimlich spannend. Es geht hier um Cage Queen, der mit seiner Katze zusammenlebt und der erfährt, dass sein Vater im Sterben liegt. Und sein Vater ist ein reicher Boss gewesen. Und Cage Queen hofft natürlich zu erben. Er erfährt aber dann, dass er nur dann Erbe wird, wenn er ein geregeltes Leben führt, wenn er verheiratet ist. Nur dann würde sein Vater ihm eben sein Vermögen vererben. So, und Cage Queen überlegt natürlich jetzt, wie kann er das machen? Und so wendet er sich an eine Agentur und lernt durch diese Agentur dann Julie kennen. Und Julie ist eine alleinerziehende Mutter und als sie von Cage Queen aufgeklärt wird, warum sie heiraten sollten, ist sie natürlich am Zweifeln, ob das so eine gute Idee wäre. Wiederum wäre ihr Sohn dann hätte ausgesorgt, sie bräuchte sich selber auch keine Sorgen mehr machen. Ja, ob sie sich dazu entschließt, das zu machen, müsst ihr selber lesen. Außerdem spielt natürlich die Katze von Cage Queen in diesem Roman eine unheimliche, mystische Rolle. Das hat mir sehr gut gefallen, deswegen 4 von 5 Sterne. Ich freue mich auch, es handelt sich hierbei um einen Mehrteiler. Ich weiß nicht genau, ob es eine Trilogie ist. Auf jeden Fall freue ich mich unheimlich auf den zweiten Band dieser Reihe. Ja, dann habe ich als nächstes eine Fortsetzung von einer Reihe gelesen, und zwar Beautiful Wedding von Jamie Maguire. Mir hat ja der erste Teil, Beautiful Disaster, und auch der zweite Teil, Beautiful Wedding, Beautiful Disaster und Wedding Disaster? Ich weiß es nicht. Also die beiden ersten Teile haben mir sehr gut gefallen, aber der dritte Band, den fand ich eigentlich unnötig. Man erlebt im ersten Band die Geschichte um Abby, wie sie die ganze Geschichte mit Travis, die Liebe und so weiter, wie sie das erfährt, wie sie das empfindet, und im zweiten hat man die ganze Geschichte aus Travis Sicht. Und hier im dritten ist nun quasi der Abschluss dieses Liebesromanes. Und ich fand ihn nicht schlecht, aber wie gesagt, ich fand ihn völlig unnötig.
Aber hat mich auch nicht vom Hocker gehauen. Es war einfach so, mir kam es so vor, als musste da einfach ein Abschluss her und wurde halt einfach so da niedergeschrieben. Deswegen hat er von mir 3 von 5 Sterne bekommen. Also nicht zu vergleichen mit den ersten beiden Bänden dieser Trilogie. So, und dann ging es weiter mit einem... Genau, dann habe ich, das wissen ja einige, von Vivien Faden den 3. Roman ihrer Trilogie Seelenschimmer gelesen. Das ist jetzt das Cover vom 2. Band. Da gibt's, wird es jetzt auch noch eine Rezension dazu geben, eine Videorezension. Ich habe den 1. Band gelesen, ich habe eben den 2. Band gelesen und die liebe Vivien hat mich dann netterweise als Testleserin in den 3. Band schon lesen lassen. Und ich muss euch sagen, alle 3 Bände sind hervorragend. Und mit dem 3. Band erwartet euch wirklich ein krönender Abschluss dieser Trilogie. Ich kann es euch nur empfehlen. Ich verlinke euch die ganzen Bücher hier unten in der Infobox. Wie gesagt, der 3. Band ist natürlich noch nicht erschienen. Er hat ungefähr, also ich hatte auf meiner Word-Datei es gelesen und da waren es circa 230 Seiten. Wie viel es letztendlich haben wird, weiß ich nicht. Es ist also, eigentlich ist Vivien noch mitten am Schreiben und überarbeiten, es muss lektoriert werden und so weiter. Aber ich kann euch jetzt schon versprechen, es ist eine tolle Trilogie und der Abschluss ist nochmal so spannend. Und es sind Fantasy-Bücher auf eine ganz andere Art und Weise. Und das finde ich so toll, dass da etwas ist, dass Vivien etwas erfunden hat, was es so für mich noch nicht gegeben hat. Deswegen lege ich euch die Trilogie wirklich ans Herz. So, und dann habe ich von Christina Stöger, eine Schriftstellerin, die ja noch nicht so bekannt ist, sie hat mich gebeten, ihr Buch Brennende Liebe zu lesen und zu rezensieren. Es wird von diesem Buch aber keine offizielle Rezension geben. Auf meiner Homepage habe ich es zwar reingestellt, da könnt ihr es nachlesen, wenn es euch interessiert. Ich war von dem Roman sehr enttäuscht. Er hat von mir 2 von 5 Sterne bekommen. Ist am 24. Oktober 2013 schon erschienen und hat 92 Seiten. Ich hatte leider eine Ausgabe, die irgendwie falsch war. Ich hatte zwischen jedem Satz einen riesen Absatz. Alle Wörter, die mit 2L geschrieben worden sind, waren nicht mit 2L geschrieben, beziehungsweise da war dann eine Lücke. Das machte mir das Lesen unheimlich schwer und die ganze Geschichte kam mir sehr weit hergeholt vor. Ja, es konnte mich einfach nicht begeistern und eben durch diese Schreibweise war es mir einfach schwierig, so richtig in die Geschichte auch reinzukommen. Ich weiß aber von Christina Stöger, dass die E-Books, die ihr bei Amazon runterladen könnt, in richtiger Ausgabe sind. Warum ich sowas bekommen habe, weiß kein Mensch. Aber ja, also wenn euch diese Roman interessiert, ihr könnt euch meine Rezension durchlesen auf meinem Blog, aber ja, wie gesagt, also 2 von 5 Sterne von mir. So, und dann habe ich habe ich dann gelesen den 2. Band der Cinnamon Falls Reihe von Manuela Inusa. Dies ist der 2. Band. Neuanfang in Cinnamon Falls. Der 1. Band hieß ja Weihnachten in Cinnamon Falls, habe ich im Dezember gelesen und war so begeistert von diesen Büchern. Oder es sind ja nur so kleine Büchlein, das hat auch der 2. Teil hat 108 Seiten, der 1. glaube ich irgendwas mit 98.
Und die liebe Manuela Nusa hat mir die Bücher zur Verfügung gestellt und ich bedanke mich hier nochmal ganz, ganz herzlich. Es sind so süße kleine Bücher für zwischendurch und dieser zweite Band kostet als Kindle gerade mal 1,99 Euro und als Taschenbuch nur 3,99 Euro. Und ich freue mich unheimlich auch den dritten Band zu lesen. Der ist jetzt am 1. Februar erschienen, Vergangene Tage in Cinnamon Falls. Ja, ich möchte euch natürlich jetzt nichts vom Inhalt groß erzählen, weil ich habe ja den ersten Band, müsst ihr natürlich zuerst lesen, sonst würde ich euch spoilern. Aber es sind ganz, ganz tolle, kurze Romane, sehr, sehr schön vom Schreibstil und so weiter. Hat mir sehr gut gefallen. So, und dann habe ich bei einer Blogtour mitgemacht und zwar habe ich dann gelesen Marie zwischen den Welten, die Pächterin Farea von Eon Lilac. Ein ganz, ganz tolles Cover. Dieses Cover hat die Schriftstellerin übrigens selber gemalt. Auch in dem Buch sind immer so kleine, ich gucke jetzt mal, ob ich auf die Schnelle was finde. Na, natürlich, wenn man was sucht, findet man es nicht. Ja, es sind immer so kleine Bilder drin. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Auch die hat die Schriftstellerin selber gemalt. Und es wird auch von dem Buch noch eine schriftliche Rezension geben. Ich habe auch schon ein kleines Video, wo ich darüber erzähle, in meinem auf meinem Kanal. Das könnt ihr euch anschauen oder eben auf meinem Blog. Mir hat das Buch unheimlich gut gefallen. Es handelt sich um einen Mehrteiler. Der erste Band hat von mir 4 von 5 Sterne bekommen. 4 Sterne nur deshalb, weil es sehr unhandlich so ein bisschen ist. Es ist sehr schwer. Die Schrift ist unheimlich klein. Und das hat mich so ein bisschen beim Lesen gestört, sehr angestrengt. Deshalb 4 von 5 Sterne. Aber vom Inhalt her ist es eine ganz, ganz tolle Fantasy-Geschichte. Rezension wird noch folgen. Ja, und dann habe ich mit einem Buch angefangen, Spiel der Königin von Elizabeth Freemantle, ein historischer Roman aus dem Bertelsmann Verlag. Ich habe im Januar bis zur Seite 19 gelesen, deswegen habe ich es jetzt auch nicht dazu gerechnet. Ich habe aber dann jetzt im Februar weitergelesen und habe das Buch nach 190 Seiten erstmal unterbrochen, weil mir fehlt jegliche Spannung in diesem Buch. Es sind 190 Seiten, wo eigentlich nicht viel passiert. Außerdem ist der Schreibstil sehr anstrengend und ich brauche einfach Bücher, wo ich mich reinfallen lassen kann, wo ich entspannen kann. Es soll mir ja Spaß machen und das hat es bei dem Buch nicht. Aber ich werde euch da auf jeden Fall Näheres noch im Februar erzählen. Ja, also davon nur 19 Bücher im Januar. Das heißt, ich habe also wirklich nur 6 Bücher gelesen. Das kann man nicht dazu rechnen, diese 19 Seiten. Ich hoffe aber, dass der Februar wieder etwas besser wird, wobei ich mit dem ja noch ein Stückchen weitergemacht habe und es mich, wie gesagt, bis 190 Seiten überhaupt nicht begeistern konnte. Im Moment lese ich von Arno Strobel Das Dorf und das begeistert mich natürlich wieder. War auch ein Grund, warum ich danach gegriffen habe, weil ich einfach wirklich kurz vor einer Leseflaute stand. So, das war's. Bis zum nächsten Mal. Besucht mich auch. Ach nein, ich wollte noch etwas erwähnen. Ich werde in Zukunft nicht bei allen Büchern, die ich lese, eine Videorezension drehen. Ich habe einfach die Zeit nicht dazu. Wenn euch meine Meinungen zu Büchern interessieren, dann besucht mich bitte immer wieder auf meinem Blog, auf meiner Homepage www.nadis-bücherwelt.jimdo.com. Ich verlinke es euch unten in der Infobox. Da habt ihr alle Rezensionen und meine neueste Rezension sind immer auf der Startseite schon aufgelistet. Ich habe einfach mittlerweile sehr wenig Zeit und so eine Videoaufnahme, da muss man sich einfach drauf vorbereiten, da muss man man muss sich einfach die Zeit nehmen, es muss geschnitten werden, es muss bearbeitet werden und die Zeit habe ich leider nicht mehr. Deswegen, ich hoffe, ihr verzeiht mir es, aber ich kann einfach nicht zu jedem Buch ein Rezensionsvideo drehen. So, das war es jetzt noch in eigener Sache.
Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen und freue mich aufs nächste Mal. Tschüss!